Von Aus ibn Aus, radiyallahu anhu wa arda, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Das war vielleicht das letzte Mal, dass ihr heute die Salawat gemacht habt. Qala Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Man igtasala yawm al-jum'ah, wa ghassala, wa bakkara, wa btakara, wa dana, wa stama'a, wa ansat, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Allahu Akbar. Die Überlieferung ist bei Ibn Majah und sahih nach Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala. Wer am Jumu'ah, was ist Jumu'ah? Freitag. Sich wäscht, denn die Gesamtwaschung am Tag von Jumu'ah, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Die meisten Gelehrten sagen, dass dieses eine Sunna ist. Und ein Teil der Gelehrten sagt, dass dieses Pflicht ist. Wer diese Waschung vollzieht am Yawmul Jumu'ah, am Freitag. Und in einer Erklärung von diesem Hadith und seine Frau veranlasst, dass sie sich auch wäscht. Was heißt seine Frau veranlasst, dass sie sich auch wäscht? Sie haben miteinander geknuddelt. Okay? Es gab eine Intimität, wir wollen nicht darauf eingehen. Sie beide machen dann den Russel. Und der Mann geht früh zur Moschee, denn Jumu'ah ist verpflichtend für die Männer oder für die Frauen? Nur für die Männer. Für die Frauen überhaupt nicht. Aber wenn die Frauen gehen wollen, in Ordnung, aber wenn die Moschee voll ist, dann hat wer erstmal Vorrecht? Natürlich haben erstmal wer das Vorrecht? Die Männer. Derjenige, der sich wäscht und veranlasst, dass die Frau sich auch wäscht und in einer anderen Erklärung der Gelehrten, der sich richtig gründlich wäscht, ohne Frau, ohne gar nichts. Und früh zur Moschee geht und dazu aufruft, früh zu gehen, das heißt, du rufst Mahmoud an, Salam alaikum Mahmoud, bitte komm früh zur Moschee. Salam alaikum Jabbar, bitte komm früh zur Moschee. Und so weiter und so fort. Dann geht es weiter. Wadana wastama'a wa ansat. So kommt er und setzt sich wohin? Nah bei dem Imam. Und er hört der Khutba aufmerksam zu und schweigt. Du darfst nicht reden beim Jumu'ah. Wallahi, viele Geschwister machen diesen Fehler. Der redet, und wie geht's dir? Alhamdulillah. Und was machst du heute? Was denkst du, was sollen wir heute machen? Der Prophet sagt in einer Überlieferung über eine Person, der zu seinem Partner gesagt hat, sei still. Das heißt, er hat Gutes geboten, sei still. Er sagte, dieser, der sagt, sei still, der hat Unsinniges geredet. Unbedacht geredet. Wenn der unbedacht geredet hat und der hat zum Guten aufgerufen, was ist dann mit einem, der einfach nur so redet? Und dieser läuft zur Moschee. Er läuft zur Moschee. Was bedeutet, er läuft zur Moschee? Wie weit wohnst du von der Moschee entfernt? 30 Kilometer. 30 Kilometer? Okay, Alhamdulillah, viel Lohn. Wie weit wohnst du entfernt? 10 Minuten. 10 Minuten. Wie viele Kilometer wohnst du entfernt? Der Mann in Grün. 6 Kilometer. Wer wohnt hier in der Nähe? So 1 bis 2 Kilometer. Auf jeden Fall, für jeden Schritt, den er in Richtung der Moschee macht, von seinem Haus aus, mit diesen Bedingungen, die wir gesagt haben, bekommt er für jeden Schritt ein Jahr, als ob er ein Jahr gefastet hat und ein Jahr Qiyam al-Layl gebetet hat. Mit jedem Schritt. Das heißt, wer 2000 Meter entfernt wohnt, 2000 mal ein Jahr, wie viele Tage sind ein Jahr? 365. Wer rechnet mir das aus? Wer ist gut in Mathe von euch? Also ich war jetzt nicht so besonders. Je nachdem, wie Schritte. Unternehmer, ja. Wie viel sind das? Natürlich, du machst kleine Schritte extra, ja. Und wenn du vor der Moschee stehst, läufst du nochmal um die Moschee herum. So kriegst du für jeden Schritt, den du machst, ein Jahr Fasten und ein Jahr Qiyam al-Layl. Ich denke, bitte? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Möge Allah deinen Taschenrechner segnen. Allah, das ist eine gute Zahl. Die Gelehrten sagen, wir kennen keinen Hadith aus der gesamten Sunna. Haben Sie die Hadithe studiert? Aus der gesamten Sunna, der mehr Lohn beinhaltet als dieser Hadith. Wir kennen keinen Hadith. Und dieser ist bei Ibn Majah überliefert, liebe Geschwister.